Hallo Leute! Hoffentlich fangen wir jetzt hier gerade vom Anfang an. Ja! Wir spielen Kapitel 1.1, soll das bestimmt heißen. Spiel nennt sich Cry of Fear? Breakdoor ist immer noch unknown. Echt, ja? Ja. Oh. Red heißt eigentlich Red Scorpion, macht nichts. Wissen wir schon Bescheid. Cry of Fear, kostenloses Spiel, ursprünglich in der Half-Life Mod. Also Half-Life 1 Mod, sieht man auch so ein bisschen von der Grafik her, sieht ein bisschen altbacken aus. Aber ist ja auch nicht schlimm. Hauptsache das Spiel ist toll. Ist so ein bisschen Survival-Horror-Shooter, wie man sieht. Verpiss dich. Und ich habe ja Shader-Fehler gehabt. Super toll. Nicht nur du. Du auch, ja? Ja. Wer möchte gerne diese Knifte haben? Ah. Egal. Dann nehme ich die mit. Wen schießt ja schon wieder in so einen Spacko? Ja, die gucken doch mal in die Scheibe rein. Ja, ich sehe aber nirgendwo einen. Da rechts? Hier. Am Fenster. Oh. Hab ich echt nicht gesehen. Ich bin so blind. Mit Tab macht man übrigens das Menü auf und da kannst du dir dann deine Waffen auf Quickslot 1 bis 3 legen zum Beispiel. Ich bin so unfair. Da frisst Scheiße jemand. Ich weiß nicht, ob wir Friendly Fire haben. Ob das anders ist. Nee, Friendly Fire sicher. Okay. Wäre doch schön. Wow. So, also. Halb tot. Ich weiß nicht, hat keine Muni mehr. Aufnimmstimmenmäßig, aber das Schöne an dem Spiel ist, man hat immer zu wenig Munition. Oh ja. A la Resident Evil. Ah, links. Nur ein Schlimm. Ich gucke hier nur, ob hier noch irgendwo was rumliegt. Resident Evil, nur ein Schlimm. Okay, aua. Wo ist er denn? Da ist er. Stirb du Biest, Mama! Oh. Aber dass wir gleich keine Mühe haben. Also ich habe jetzt noch eine volle Shotgun und noch zwei Schuss extra. Und hier liegt eigentlich irgendwas rum. Könnte meine Shotgun sein, aber die ist alle. Oh ja, Funzel. Ja. Are you ready, das alle? Das versuchen wir den Zug ab nach dem Break. Sehr gut. Mal, hier liegt doch irgendwas. Das ist doch was zum Mitnehmen. Hier ist ein Kuli. Können wir? Jetzt müssen wir nämlich. Ritz! Los! Sollte ja glaube ich ready werden. Oh, hier hast du es. Ich versuche ein Stückchen weiter zu gehen. Vielleicht Simon an die Wacke kommt. Ich versuche ein bisschen Moon aufzuheben wegen dem Simon, der da angewackelt kommt, wie ihr sagt. Ja, ja. Aua! Ich nehme 14 rum. Ja, ja immer mitnehmen. Genau. Reloading? Boah, wenn der dann hier an hier nach unten kommt, dann werde ich mal so richtig schön ab. Seid ihr fucking ready? Ja klar. Ich würde es in einem 16. Sehr gut. So, wartet mal. Nicht, dass hier wieder irgendwo Moon rumliegt, die wir dann brauchen und vergessen haben. Können wir? Ja. Was war denn hier vorne nicht erschienen? Please wait until everyone is ready. Dann los. Go, go. Ja, alle zusammen. Ich habe gewaitet. Warum sehe ich hier an der Seite eigentlich ständig euren Ping? Ja, weil das gut ist. Gut. Da hinten, ich stürme sofort auf den Typi zu. Das war er gar nicht. Oh, ich bin sowas von tot. Aber es hat auch seine Vorteile. Ne, hab ich gleich wieder Moon. Boah, was? Ja, nicht sterben, weil ich... Ja, nicht sterben. Nach Möglichkeit alle zusammen, weil ist blöd. Ja, und die Waffen sind auch weg, wenn du stirbst. Oh, ja, das ist super toll. Das ist ein Feature. Ja, das ist gerade Bug, ne? So. Da hinten ist noch so ein komisches. Genau. Aha. Got it. Got it. So. Ja, hier ist schon wieder irgendwo was reingekommen. Verdammt, den letzten Schuss, den hätte ich mir noch aufgeben können. Weil man die durchkriegen. Da kommt ein Jason. Ja, da ist noch ein Jason. Ein Basen? Jason. Jason. Ein Jason. Utschen. Ist hier hinter uns was? Oh. Na jo, direkt links. Ja, den habe ich wieder mal übersehen. Hau ab. Links von euch. Oh, ich bin fast hinüber, ich gehe mal vor.
passiven Brüche immer vor. Ja, na, weil ich jetzt keine Moon mehr habe. Oh, ich bin so glücklich ohne Moon. Ich hab nichts gesagt. Ich hatte was lieb. Nett, nett. Denn nur. Aber nice, sag ich da nur. Wie oft seid ihr schon gestorben? Gar nicht? Na ja, der Herr, der Break hat man ja noch gepflegt, mindestens 100 Patronen im Lauf. Das Fieder. Ja, das ist ein fliegendes Bett. Ah, ein fliegendes Bett? Lass mich mal vor, ich will das Bett. Ich mach's kaputt. Ja, es ist ja schon kaputt. Mann, ey. Oh, da ist ja auch noch einer. Boah, der hat sich jemals enden. Zwei Schuss habe ich noch in der Pistole übrigens. Ah, ich habe nur ein Magazin, also. Ich habe nur noch eine Schrotflinte mit 4 Schuss und das war's. Hm. Eine Schrotflinte mit 4 Schuss als gar nichts, ne? Ah, so, jetzt wird's dunkel. 0 und 0 ist. Warum wird's jetzt dunkel? Oh, weil es nicht dunkel wird. Es lädt. Oh mein Gott. Dann nehmen wir das, wenn Zug herauskommt. Sehen wir das in der nächsten Folge. Eine Skriptsequenz, das ist toll. Warum habe ich jetzt hier die Pumpe in der Hand? Ich will meine Pistole erstmal alle machen. Wir sind weit auseinander. Wo seid ihr? Habt ihr einen Ausgang? Ich habe keinen Ausgang. Nee, noch nicht. Hm. Warum liegen jetzt hier auf einmal Kisten? Ja, keine Ahnung. Weil sie schön aussehen. Ah, das ist erklärt. Ah, ich guck mal, hier ist ein Ausgang. Und ein Zombie. Ja. Wieder gleich wieder einer um der Ecke. Headshot. Oh, da fließt du auf mich. Aua. Boah, hat jemand Assi irgendwie Morphin oder sowas? Nee. Fuck. Ich glaube nicht, dass die Schmerzmittel da noch viel bringen bei einem HP. Ich renn gerade mal hinter den Tunnel und guck, vielleicht liegt da noch irgendwas Tolles. Mhm. Ach ja, rennen kannst du übrigens mit Shift. Beispiel ein schönes M16. Lack Juhu, da. Ein M16. Das nehme ich nicht mit. Oh, hier ist das ein Snackautomat. Komm schon, Snackautomat. Ach, Mann. Hoffentlich kommt hier noch mehr Snackautomaten. Hoffentlich kommt jetzt hier ein Zug angefahren. Das droht. So. Riesiger guter Nachteil. Geh mal davon aus, dass wir hier runter müssen. Ja. Sind die Gegenstände hier auch total schlecht, ja, wenn die mal, also wenn sie gerade Knarren sind. Ja. Weil in dem anderen Tunnel, ach nee, da warst du ja schon. Tja, lass mich am besten mal vorgehen, dann seht ihr, wenn ich tot gehe. Echt okay. So. Also ich bin unten schon mal. Komm mit. Hallo. So viel zum Thema, lass mich vorgehen. Ach, guck mal. Muss mal auf den Kopf schießen, sagst du das Gefühl. Ja, die musst du, also den ersten, den ich gesehen habe, den habe ich mit einem Headshot kaputt gemacht. Tipp unsere gute M16 Munition mal auf. Oh, super. Wenn man hier neu aufsteht, hat man bloß eine Pistole in der Hand. Ja, klar. Ja, klar. So klar ist das nur auch nicht. Vorne hatte ich noch eine Schotte. Komm, Schott. Ja. So, und du? Ah. Drückst du auf die Tür? Ja, drückst du auf die Tür. Das kann man bei manchen Spielen manchmal auch machen. Aber das war im Original Half-Life war das ja nicht der Fall, dass das so ging. Nee, da war alles geskriptet. Mhm. Schlimmer als hier. Same Team, da hinten ist schon so ein Typ. Super. Headshot. Links ist auch noch einer? Ja. Ich kann auf den Kopf schießen. Junge, Junge. Ja, ach, wenn ich das Licht anmache, sehe ich auch, wo ich hinschieße. Ah, die lassen hier auch Magazine. Munition? Nee. Ja. Achso, das ist noch meine Munition. Nee. Das ist nur eine Anzeige gewesen. Von als ich die Frage ob, bin. Ist die Frage, ob ja, die für alle oder nur für einen fallen lassen. Ein. Bin die Knarre. Wer? Immer. Hm. Erkutet. Assi. Danke. Boah, was ist denn das hier für eine ordentliche Knifte, Junge? Zufällig einer ein wenig Morphin? Nee. Er hat die meiste Energie von uns. Ich bin voll. Oh, komm mal her. Ja. Ja. Auch voll. Aua, nicht mehr. Also? Ist was weit vorne, aber ich sehe es nicht, also.
seid ihr? Links oder rechts? Uiuiui. Wartet mal, ich drop hier mal meine Knifte. Damit die nicht verschwindet, weil ich sterbe. Oh, hier kommt ein Kettensägen. Ah, oh, seid hier, ey, Leute. Hier ist ein Betten-Tupi. Aua! Oh, falsch, da kommt gleich was. Kettensägen-Zombie und so. Ja. Ich mache erstmal ein paar Betten tot. Da muss ich uns gerade noch zu zersägen. Umdrehen. Los. Boah. Wo ist hier der Kettensägen-Zombie? Ja, du solltest lieber warten, bis wir kommen. Oh. Ja. Wenn du gerade eine sichere Position hast, bewegt dich am besten nicht. Okay. Er hat uns gerade ganz schön den Arsch aufgesägt. Oh ja. Aufgesägt. Sehr gut. Tja, jetzt habe ich keine Moon mehr, wa? Dann renne ich mal weg. Was verträgt er denn, bitteschön? Anscheinend so viel. Ich hab so den jetzt ganzen Magazin rein. Wenn ihr den ablenkt, kann ich ihn von hinten vielleicht wegknipsen. Passiert. Ich habe hier eine relativ starke Wumme, nämlich am Start. Ja, du kannst jetzt sterben, wir sind jetzt auch wieder am Leben. Ja, aber ich will meine Knifte nicht verlieren. Also oh, weg. Lasse, zwei Kugeln. Dolle Wurst. Hallo. Juhu. Hab ich nicht eine tolle Pistole? Ja, ich habe hier mal ein paar Betten ausgeschalten. Sehr gut. Ich möchte ein Lob. Sehr gut. Ah. Also links drüben auf der anderen Seite sind noch einige Zombies, unter anderem einer mit einer Knifte. Wenn einer mit einer Knifte. Nur den ich schon weg habt. Also den habe ich erledigt. Der stand hier unten rum, der hat mich gar nicht gerallt. Na, da machen wir uns konzentriert. Ja. Und die Kanone, die hat die lässt liegen. Uh-oh. Was, die Kanone lasse ich liegen, natürlich. Damit ihr Moon habt. Gut. Ich bin doch hier der Voll.